ich habe einen Teil meiner Familie in Deutschland, lebe aber in Frankreich und bin dort aufgewachsen. Und habe natürlich, also fühle mich in Frankreich und in Deutschland irgendwie zu Hause im Moment. Und finde es eben sehr, sehr wichtig, diesen Frieden, den es im Moment gibt zwischen Deutschland und Frankreich, den es gibt, seit die EGKS gegründet wurde, die dann später zur EU wurde. Und ich finde es einfach eine Riesenchance, ja, dass es die Europäische Union gibt, weil durch ihr der Frieden eben erhalten wird. Und das sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten und damit das noch weiter ausbauen vielleicht, dass es noch mehr Austausch gibt zwischen den Ländern. Ich wäre für noch mehr Souveränität der EU, also dass die Staaten weniger selber entscheiden können, sondern dass das eher auf europäischem Niveau gemacht wird. Und dass man versucht, so nach und nach eine einheitliche Politik zu finden, einen einheitlichen Weg. Also das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Mich vom EU-Parlament gut repräsentiert und das vor allem in der europäischen Idee. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass die Abgeordneten aufhören, in ihren nationalen Scheuklappen zu denken und beginnen, so eine europäische Idee zu leben. Was darin sich deutlich macht, dass immer wieder es große Verbünde gibt von Abstimmungen oder dass, wie die Frau uns das erklärt hat, dass die Abgeordneten anders kommen, als wie sie am Ende gehen. Also ich muss sagen, ich habe das ganze Thema mit dem Europäischen Parlament immer mehr am Rande wahrgenommen. Also es gab dann mal diese Wahl, ich könnte noch nicht mehr sagen, welches Jahr da war. Also ich weiß, dass ich mitgewählt habe und auch was ich gewählt habe, aber für mich hat das insofern Bezug, dass ich häufig so Sachen höre, wie jetzt das, was sie als Beispiel angeführt hat, dieses mit den Handykosten, dass das über die EU geregelt wird. Und das nehme ich dann noch als Verbraucher wahr. Aber ansonsten ist die EU für mich persönlich was, was eher weit weg ist und wo ich wenig Bezug zu habe. Wir haben das ja auch gestern in dem Spiel gesehen, was passiert, wenn eine gute Idee dann erstmal durch die Mühle der vielen kleinen Staaten mit ihren Einzelinteressen, Wünschen und Hoffnungen geht. Ich glaube, dass es sehr, sehr zukunftsweisend ist, wenn einfach da ein Dialog stattfindet. Sehr intensiv. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich seit einem Monat auf Tour bin. Also dass wir hier jetzt auch schon seit einem Monat zusammen sind und nicht seit einer Woche. Das ist einfach, die Zeit vergeht schnell und gleichzeitig langsam und ich habe auch irgendwie total den Überblick verloren, weil wir so viel gemacht haben. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welcher Tag wir sind. Aber auf jeden Fall ist jeder Moment eigentlich hier ganz toll, weil wir erfahren eben ganz viele Sachen. Aber gleichzeitig, dass wir reden sehr, sehr viel. Auch eben während wir Fahrrad fahren, können wir darüber reden und haben wirklich sehr interessante und sehr tiefe Gespräche teilweise. Und das ist wirklich, das ist für mich einzigartig und das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Auf jeden Fall ganz viel Energie und ganz viele Ideen für die Zukunft, die ich auch versuchen werde umzusetzen. Mal sehen, ob es klappt. Wie im Freiwilligenjahr oder solche Sachen machen. Das hat mir wirklich Lust gegeben, das zu machen und meinen Horizont weiter zu öffnen, als er bisher war und einfach weiterzugehen und diese Energie auch anderen Leuten zu geben, damit wir wirklich zusammen konkret was gestalten können.